Liebe Freunde, hier ist euer Steinmalen. Zurück im Jahr 1687. Wir haben gerade erlebt, dass Preußen den Polen und damit auch den Litauern den Krieg erklärt haben. Und Ungarn ist auch noch im Bündnis. Okay. Mit Polen. Dann wollen wir mal schauen. Aber Preußen hat einen ziemlich, ja, ein großes Bündnis mit mächtigen Verbündeten. Russland und Köln sind noch dabei. Die Frage ist, ob sie uns überhaupt brauchen bei diesem Krieg. Das wird spannend sein, ob sie uns eine Frage. Schaut mal. Oh, warte mal. Böhm ist auch noch mit im Krieg. Und wie es aussieht, Köln und Augsburg ist drin. Aber Russland haben sie nicht reingerufen und uns auch nicht. Neuer Herrscher in Dänemark? Gut. Oder minder vielleicht auch nicht gut. Das ist jetzt eine interessante Sache. Es gibt natürlich jetzt noch eine andere Geschichte, die für uns günstig sein könnte, wenn vielleicht Preußen Probleme bekommt in diesem Krieg. Und Köln auch, wäre das eine Gelegenheit, Köln den Krieg zu erklären. In der Hoffnung, dass dann die Preußen nicht mit einsteigen. Um dann diesen Landzugang zu klären, dieses Thema, nämlich Stade und Oldenburg hier zu befreien. Das wäre auch eine ganz nette Angelegenheit. Könnte man eigentlich jetzt noch schnell Köln zum Rivalen machen? Brandenburg können wir. Wir müssten Dänemark rausschmeißen, um dann Köln zum Rivalen zu machen. Aber wollen wir das wirklich? Ah, nee, ich glaube eher nicht. Mit Dänemark werden wir mit Sicherheit auch wieder Krieg führen wegen dieser Holland-Sache. Naja, aber warten wir mal ab, wie der Krieg hier läuft. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie uns nicht reinholen. Weil Böhm ist auch ziemlich stark. Okay, und in dieser Situation kommt die Wahl zum Tragen. Und Ackermann hat jetzt nur noch eine Chance, nach 12 Jahren Ackermann mit einer 1 wiedergewählt zu werden. Es herrscht ja kein Kriegszustand. Und wenn er jetzt eine 1 würfelt, dann sieht's für die republikanische Tradition wahrlich nicht so gut aus. Ich glaube, aber warten wir mal ab. Was würfel ich? Ich würfle. Nee, echt. Ich würfle eine 1. Ich möchte jetzt eine Kamera haben. Das ist ja unglaublich. Ihr könnt es mir glauben. Wir behalten Ackermann. Damit wird er als einer der wenigen Bürgermeister die 16 Amtsjahre voll machen. Und die republikanische Tradition sinkt jetzt auf, ja, auf einen Wert so gering, wie er noch nie war. Hat das Auswirkungen? Da können wir gespannt sein. So. Genua tritt. Boah, Ferrara wird noch stärker. Genua verliert Genua. Und Albenga. Das heißt, sie haben, glaube ich, hier nur noch drei Provinzen am Schwarzen Meer. Und damit Ferrara immer stärker die italienische Großmacht dort. Auch interessant, diese Entwicklung. So, in Polen-Litauen gibt es einen neuen Herrscher, einen Großherzog. Okay, jetzt ist diese Geschichte vorbei, der Friedensvertrag mit den Holländern und den Dänen. Hochinteressant. Hat sich Preußen da möglicherweise verschätzt? Naja, ihre Armee ist hier, sie marschiert zurück. Das wird interessant zu beobachten zu sein. So, wir können hier die nächste administrative Technologie machen. Aber wisst ihr was? Wir gehen noch einmal hoch in der Entwicklung. 207. Und dann beim nächsten Mal gehen wir die Technologie hoch. So, Dänemark verweigert uns natürlich Zugang, genauso wie die Holländer. Das hat, glaube ich, schon Auswirkungen auf unseren Handelseinfluss. 52, ja, hier ein paar Prozent, aber hier vielleicht mehr. So, was ist hier los? Oh, die Osmanen haben Schweden gezwungen, die Allianz mit Österreich aufzulösen. Das ist kein gutes Zeichen. Puh. Jetzt müssen wir mal ein bisschen nachdenken. Hier Ferrara garantiert Unabhängigkeit vom Kirchenstaat. Oh, Preußen warnt Danzig. Warte mal, jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken. Das ist natürlich eine Aktion jetzt. Möglicherweise Bündnis. Ungarn fällt jetzt flach, falls es zum Krieg käme. Die sind nämlich schon in diesen anderen Krieg verwickelt.
Augsburg, Würzburg, das ist ja alles nichts. Nur Spanien ist da noch ein relevanter Kriegspartner. Das ist jetzt die große Frage. Sind die Osmanen möglicherweise gewillt, jetzt Österreich anzugreifen? Und wenn das der Fall sein sollte, sind wir dann gewillt, an der Seite von Österreich zu kämpfen? Gegen Frankreich, gegen die Osmanen, gegen... Warte mal. Wer würde da noch mit einsteigen? Gegen die Niederlande? Ich würde mal sagen, eher nicht. Eher nicht. Und mal ehrlich, ehe Österreich hier uns in diesem Krieg hilft, das dauert ewig, weil alle 5 Jahre bekommen wir eine Gefälligkeit. Das heißt, in 30 Jahren hätten wir die 10. Und als Verteidigungsmacht brauchen wir sie eigentlich nicht. Ich würde mal sagen, wir lösen das Bündnis auf mit Österreich. Das wird uns jetzt zu heikel. Wir lösen das Bündnis auf. Da wären wir nur in einen großen europäischen Krieg möglicherweise hineingezogen, den wir nicht haben wollen. Jetzt ist die Frage, ist es praktisch, wenn wir uns Schweden wieder annähern? Schweden steht allerdings ganz alleine da, hat aber auch nur zum Feind Dänemark und Venedig, also nicht mehr Russland. Damit ist die Gefahr, mit Russland wiederum in den Krieg zu kommen, glaube ich, aus der Welt. Oder? Was haben hier die Russen? Schaut mal, die interessieren sich nicht für Schweden. Okay, das würde ich sagen, dann ist es ein guter Moment, jetzt hier den Bündnispartner zu wechseln. Wir brauchen, ja, das machen wir jetzt. Ein außenpolitischer Schwenk, um hier nicht hineingerissen zu werden in irgendwelche Abenteuer und uns jetzt hier diese Option zu bewahren, den Kölnern den Krieg zu erklären. Das wäre wirklich ein Clou, dass jetzt, ja, ich glaube, Preußen wird Probleme bekommen und Köln selbst ja natürlich auch, die sind auch im Krieg. Eigentlich ist es eine perfekte Situation. Wirklich schön. Okay, Leute, ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung. Ich glaube, wir hätten das nicht bestehen können. Frankreich, Holland, die Osmanen. Nee. Auch wenn die Spanier noch mit einsteigen. Oh Mann, jetzt ist bloß die Frage. Ja gut, das ist natürlich jetzt noch die Frage. Wen ziehen Sie jetzt mit rein in den Krieg? Ja, alles klar. Schaut euch das an. Frankreich ist mit drin, aber die Niederlande nicht. Oh Leute, möglicherweise das nochmal wieder eine neue Option. Aber wir kommen ja nicht hin. So, was ist denn jetzt hier los? Handelskrise. Unsere Händler berichten, dass sie wachsenden Widerstand bei ihren Aktivitäten erfahren. Sie reden, als ob dies das Ende der Welt wäre. Wir bleiben bei dieser... Also unser Ackermann bleibt bei dieser absolut kritischen Haltung gegenüber den Händlern. Schwere Handelskrise löst er damit aus, aber nur ein Jahr, 25%, das hält sich in Grenzen. Strenge Forscher, akademische Institutionen sind gegenüber Korruption nicht immun. Die Profite, die mit dem Missbrauch von Positionen mit großem Einfluss gemacht werden können, können der Entwicklung eines fruchtbaren Umfeldes für Forschung im Wege stehen. Lübsche Wissenschaftler stehen jedoch weit darüber, indem sie sich auf aufrichtige intellektuelle Errungenschaften konzentrieren, die über Titel und finanzielle Beiträge hinausgehen. Der Mangel an Korruption in der Gesellschaft erlaubt es uns, ohne die Behinderung von selbstsüchtigen Interessen zu entdecken und zu erfinden. Hervorragend, sehr gut. Das hilft uns weiter. Vor allem mit Blick hier auf dieses Thema, auf die technologische Entwicklung. Wie lange brauchen wir jetzt noch? Bis Dezember 88. Oh, noch in diesem Jahr kriegen wir das. Sehr gut. Österreich-Bündnis mit Lüttich. Oh, da passiert ja wirklich Interessantes jetzt hier in der Welt. Und ich glaube, die Preußen bekommen Probleme. Und ich habe doch noch darum gesprochen, wie toll das ist jetzt hier. So eine Stabilität zu haben. Jetzt ist das Ganze zusammengeclasht. Schaut mal, die Polen sind sogar schon in Köln. Aber wir haben ein Problem und das ist das Freiheitsbestreben. Die relative Stärke ist das Problem. Mecklenburg baut hier immer weiter Soldaten auf. Was machen wir denn da jetzt? Können wir noch irgendwo irgendwie den Ruf erhöhen? Warte mal, wir haben 6. Eifer-Fokus ist an. Ja, nee. Wir sind hier auch auf 200.
Bis Dezember müssen wir das durchhalten. Und mir fällt jetzt nichts anderes ein, als irgendwie die Entwicklung nochmal zu forcieren. So, wartet mal, wo kostet es uns? Es sind überall 48. Hier haben sie 18. Ja. Dann können wir es auch ruhig in Rostock machen. Vielleicht kann man da bei Zeiten noch mal ein weiteres nettes Gebäude hinhauen. So, was geben wir jetzt? Wir geben hier administrative Macht, geben wir. Ja, dadurch ist das erstmal gesenkt. So, bis Dezember müssen wir es schaffen. Und dann nie wieder vergessen, wir müssen bei der militärischen Macht vorne bleiben. Was wir durchaus uns auch noch mal leisten können, ist ein weiteres. Oh nein, nein. Jetzt ist es Sachsen-Lauenburg. Die haben wir ganz gut runterbekommen, aber jetzt ist es Sachsen-Lauenburg. Mai. Das Problem ist, wenn jetzt irgendjemand käme mit dem Bündnis, dann kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Deswegen werde ich auch hier nochmal die Entwicklung forcieren. Wo gehen wir hier hin? Wartet mal, hier kostet es 45 nur. Dann machen wir jetzt mal diplomatische Macht hier. So, bitte, bis Dezember müssen wir das jetzt durchstehen. Und wir haben. Oh, wir haben die neue Idee. Aber das geht natürlich nicht, die Idee jetzt. Nee, 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 nee. Wir müssen auf die Technologie warten. Dezember 88. Und ich gucke mal immer nebenher, wie sich das entwickelt. 40, 28. Ja, ist doch gut. Das ist doch gut. Ausrüstungsüberschuss. Einen Mann zum Soldaten auszubilden ist teuer und zeitaufwendig. Einer der größten Kostenpunkte ist die notwendige Ausrüstung, die einen schutzlosen Mann in eine unaufhaltbare Mordmaschine verwandelt. Glücklicherweise fanden wir heraus, dass wir einen ganzen Stapel Ausrüstung herumliegen hatten. Na, sowas. Sie ist im schlechten Zustand und wird nicht lange halten. Doch wenn wir sie verwenden, wird das Ausrüsten der Männer viel billiger. Okay, lasst uns das Zeug verwenden. Naja, klingt jetzt nicht sehr überzeugend. Aber gut, oh mein Gott, Preußen hat tierische Probleme. Wo ist denn die preußische Armee? Wo treibt die sich rum? Da oben. Ah, wir bleiben hier mal am Ball, ne? Preußen wäre noch bereit. Könnte natürlich sein, dass sie uns noch in den Krieg holen, oder? Das dürften wir dann natürlich nicht ablehnen. So. Mainz ist konstitutionelle Monarchie. Beziehungsverbesserung, den Diplomaten holen wir mal nach Hause jetzt. Wir müssen aber die Dezemberaktion erst abwarten, das ist ganz klar. Also die Technologieanstieg. Und hoffen, dass das denn den entscheidenden Unterschied macht. So. Kriegsgrund gegen Böhmen. Jetzt. Puh. Leichte Kavallerie. Okay. Gut. Schwer gepanzerte Kavalleristen hatten aufgrund ihrer Beschaffenheit Mühe, sich zu formieren und waren daher auf dem Schlachtfeld verwundbar. Die Armeen wurden um leichtere Kavallerie ergänzt. Sie diente während des Marsches als Speer und beschützte die schwere Kavallerie vor einem Angriff auf dem Schlachtfeld. Militärtaktik, Manöverwert eurer Einheiten um 50%. Kavallerie-Nahkampf. Und wir können. Oh, neue Infanterie und neue Kavallerie ausheben. Oho. So, und wie sieht's jetzt aus? Ja, aber das glaube ich, weil wir die neuen Einheitentypen noch nicht haben. Was nehmen wir dann? Ich würde mal sagen, ganz klassisch Linieninfanterie. Und bei der Kavallerie nehmen wir abendländische Dragoner. Das passt jetzt ganz gut. Und dann werden wir mal das. Den Armeeunterhalt aufstocken und dann sind wir schon im Minusbereich. Hoho. Okay. Und jetzt beobachten wir das mal. Oh ja, jetzt sinkt es deutlich. Jetzt sinkt es deutlich. Selbst. Ja, hier wird es ein bisschen knapp. In Provinzen entwickelt minus 10,3. Aber es sinkt auch sehr, sehr langsam, muss man mal sagen, das mit den Provinzen. Im grünen Bereich. Es ist auch so, dass wir durchaus einen Krieg führen könnten. Jetzt schauen wir uns das mal an. Preußen immer noch dabei, 40 minus 30. Ey, die sind ja so treu. Offenbar schlagen sie sich jetzt auch ein bisschen besser, wie es aussieht.
Polen Frieden mit Köln. Schade. Köln ist draußen. Hilft uns das irgendwie in dieser Situation? Ah, das Bündnis mit Preußen ist dadurch aufgelöst. Ja, natürlich hilft uns das. Das ist ja großartig. Okay. Puh, jetzt erstmal ein bisschen durchatmen und überlegen, ob wir irgendwas hier übersehen haben oder ob wir die Sache jetzt durchziehen könnten. Was wäre denn jetzt ein Kriegsziel? Wir können ja alles Mögliche. Nationalismus. Was ist denn jetzt eigentlich sinnvoller? 100 Kriegsziel. 150% Prestige. 50% Kosten. Imperialismus. Wir müssen da die Hauptstadt erobern. 100% Prestige. Handels. Naja, nee. Ich würde mal sagen, wir machen einen nationalistischen Kriegsgrund. Wollen ja eh nichts erobern. Wir wollen eigentlich nur Stade und Oldenburg befreien. Deswegen würden wir auch, denke ich mal, Stade als Kriegsziel definieren. Okay. Wo haben die hier Festungen? Das ist alles keine Festung. Sehe ich das jetzt nicht richtig? Müssen wir uns nochmal den Festungskartenmodus, den könnte man hier mal reinlegen. Oder? Gab es nicht sowas? Doch, es gab doch sowas, ne? Gebäude. Festungsstufe. Ah, das. Ah, okay. Hier sieht man zumindest Braunschweig, Münster. Ah, da, nee, Braunschweig, Münster ist eine Festung. Ah, die habe ich übersehen. Ja, natürlich. Ist ja deutlich zu erkennen. Aber da haben die ja verdammt wenig Festungen. Die haben nur Münster und Köln als Festung. Oha. Da brauchen wir nicht viel erobern. Na gut. Okay, Leute. Lange rumüberlegt, aber ich denke. Wir werden vielleicht noch mal einen Monat warten, bis die Moral oben ist und dann den Angriff erklären. Und damit die Vorbereitung für den Krieg gegen die Niederlande hier möglicherweise umsetzen können. Okay, es geht los. Puh, jetzt müssen wir bloß das hinkriegen, dass wir keine Truppen verlieren und wenn, dann unsere Verbündeten. Okay, bestätigen wir erstmal das Ganze. Köln den Krieg erklärt, Sachsen-Hauenburg-Mecklenburg an unserer Seite. So, jetzt ist die Frage, wir werden jetzt hier. Warte mal, das ist bei 40-41. Das heißt, wir können eigentlich hier jetzt auf Krieg gehen. Mit ganz gutem Gewissen. Ohne dass uns das in Bedrängnis bringt. Wir haben bei den Untertanen, was haben wir da eingestellt? Unterstützend. Ja, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie groß die Armee ist. Wollen wir uns das nochmal angucken? Das sollten wir uns nochmal angucken. Also, beziehungsweise sehen wir hier, Mensch, ich Dummi. Okay, alles klar. Ich würde mal sagen, dann ist das easy peasy. Dann können wir denen sogar was anderes sagen. Dann können wir denen sagen, sie sollen. Belagern. Beide. Sie sollen die Arbeit leisten. Wir werden einfach hinterherlaufen und möglichst keine Manpower verlieren. Und die sollen das machen. Die sollen sich auch nicht anschließen. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen langsamer runter. Ja, Lüttich ist jetzt noch mit dabei. Wie viel haben die? Ja, das ist ja überhaupt nicht der Rede wert. Hervorragend. Wir werden nur helfen, wenn dann irgendwann mal die Kölner Armee kommt. Die verzieht sich gerade. Ich würde mal sagen, wir besetzen mal ganz schnell Stade, das Kriegsziel. Ach nee, das macht Mecklenburg schon. Nee, die gehen woanders hin. Boah, die müssen jetzt auch zu zweit Hannover belagern, ne? Das haben wir gerne. So, die schwere Handelskrise ist auch beendet. Gott sei Dank. Und? Okay, sie kriegen jetzt ein bisschen mehr dazu. Die erzbischöfliche Garde aus Mainz kommt noch mit dazu. Damit haben sie jetzt doch schon relevante Truppen. Naja, warten wir mal ab. Die beiden bleiben ja hier gut zusammen. Das können die machen. Wir werden immer quasi in deren Rücken operieren.
Warum kommen die jetzt da zu uns? Warte mal, ist das der, der uns die Deportation gebracht hat? Das ist ein wichtiger Mann. Haben wir jemanden mit Reputation? Oh mein Gott, das ist jetzt richtig doof. Hier brauchen wir unbedingt einen Staatsmann, einen neuen. Da müssen wir uns drum kümmern. Das machen wir aber das nächste Mal. So, jetzt ist die besetzt, Kriegsziel tickt. Und wir behalten einfach jetzt mal unsere Verbündeten im Auge und gucken mal, wo der Gegner sich lang schleicht. Ach so, Mensch, was ich total vergessen habe, wir können ja hier noch unsere Flotte in Stellung bringen. Die Kölner haben ja auch Schiffe. Okay, also doch nicht ganz optimal vorbereitet, aber dennoch eine schöne, schöne, schöne Gelegenheit, um unsere Pläne jetzt hier in die Tat umzusetzen. Unsere großen Pläne, ihr wisst, der Holland-Wahn. Gut. Damit erstmal Feierabend und das nächste Mal geht es weiter mit diesem Krieg gegen Köln, mit dem Problem, dass wir einen Staatsmann brauchen und mit, ja, mit der Flotte, die dann erstmal aus der Stilllegung geholt werden muss. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.